Hallo zusammen, ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge von Die Siedler 5, das Erbe der Könige. Ja, wir sind hier immer noch bei dem guten Herrn Kerberos mit seiner Mission, der ja irgendwie noch hier sich versucht, irgendwie durchzuschlagen. Und ich denke mal, wir werden eine ganz gute, ganz gut hier durchkommen. Wir müssen ja nur noch ein paar Leute hier rumlegen. Na, nein, ihr wollt uns doch nicht wirklich angreifen. Das ist doch wohl nicht euer Ernst, Freunde. Das kann doch nun wirklich nicht euer Ernst sein hier. Das wollt ihr wirklich? So mutig seid ihr? Ja, gut. Mut muss auch manchmal belohnt werden mit dem Tod. Mit dem Tod müssen wir den Mut belohnen. Na, jetzt kommen sie hier. Jetzt kommen sie nah ran und wollen uns hier anfallen. Aber sie werden uns niemals anfallen können. Vollständig. Allerdings sollte ich unseren Hauptmann mal retten. Denn der ist fast tot. So, der haut ab. Der Rest kann kommen. Wo sind unsere Speerträger? Die haben sich, glaube ich, zurückorientiert. Ja, die sind jetzt wieder weg. So. Alle Leute erlegen. Also hier sind die Ställe. Die müssten wir jetzt... das ist doch der Hauptmann, den ich weggeschickt habe. War es nicht so? Richtig. Da habe ich gesagt, der soll nach Hause gehen und das wollte er anscheinend nicht machen. Na, was soll's. Okay, wir müssen uns also hier ein wenig durchprügeln. So. Hier, die müssen wir alle... Wir müssen hier alle so ein bisschen... Wir müssen die hier alle irgendwie dezimieren. Aber ich weiß nicht, wie wir das am besten hinkriegen. Weil das ist natürlich ganz unschön, dass hier ständig neue rauskommen. So, Zong. Nix da. Nix da. Oh, da gehen gar nicht so viele Leute drauf, ne? Wir hauen da gar nicht so viele von um von denen. Alter, wo kommen die denn alle her jetzt, die ganzen Reiter? Jawohl, das kann ich. Okay, bumm. Und da kommen wieder die hier als auch noch, die Reiter. Oh oh, Leute. So. So, jetzt den können wir erstmal hier in Ruhe lassen. Wir müssen jetzt einfach mal durchreiten. Ach so, eigentlich wollte ich da gar nicht hin. Wo wird denn jetzt hingeschossen? Ach so, immer noch auf den Kerl. So, da unten ist also dann der Stall. Hier ist auch der gute Wag. Okay. So. Der Wag lebt auch wieder. Na gut, dann... okay. Wenn die uns nicht angreifen, die Reiter, dann können wir die eigentlich auch in Ruhe lassen. Halt! Jetzt greifen sie uns an. Das sollten wir uns natürlich jetzt nicht bieten lassen. Halt! Der lebt noch. Gibt's auch nicht. Ja, also wir sind jetzt ja hier in der Mission, um jetzt eigentlich nur noch hier ein paar Leute umzuhauen. Ihr werdet angegriffen. Wir erledigen das. So, die können auch schnell umhauen, weil die stehen ja gerade so passend rum. Jawohl. Halt! Die hier sind natürlich auch ganz böse. Was waren die denn hier? So. Gibt's ja nicht. Da kommen ja echt viele Leute. Nochmal viele Reiter. Aber wir tasten uns so langsam aber sicher vor. Langsam aber sicher kommen wir voran. Nicht viel, aber ein wenig. Halt, der lebt noch. So. Wir müssen hier... da ist die Reiterei. Da ist die Reiterei. Dann werden wir uns mal nach vorne prügeln. Ach, die wollen gar nicht zu uns. Na gut, dann lasst sie mal in Ruhe. Schießt lieber erstmal auf die Reiterei. Solange wir da die Chance haben und nicht angegriffen werden. Doch, die wollen uns jetzt angreifen. Da müssen wir uns jetzt gegen wehren. Vor allem, was wollen die mal von unseren Armbrustschützen? Das finde ich immer sehr lustig. So, eine Reiterei schon mal kaputt. Sehr schön. Die nächste Reiterei kommt auch gleich. Jetzt müssen wir hier erstmal ein bisschen Platz schaffen. Erstmal Ziegelbrennerei aus dem Weg räumen. Die nervt ein bisschen. So, was habt ihr? Ihr habt gar nichts zu tun hier. Ihr macht überhaupt nichts. Na gut. Ich werde euch mal zeigen. Oh. Oh, das ist natürlich gerade sehr interessant hier. Da könnt ihr euch auch noch mit reinschlagen in den Kampf. Ihr werdet angegriffen. Lehrt sie das fürchten. So.
Wen gibt's denn gerade, den wir noch erlegen können? Ach, da drüben ist die Reiterei. Okay. Attacke. Da drüben ist der Stall. Ja, den schnappen wir uns auch schnell nochmal. Bevor die Leute hier uns alle überfallen. So, 6 von 8 haben wir schon besiegt. Müssen wir dann nur noch danach dann das Schloss machen. So, ich glaube, wir haben, ja, haben wir gut geschafft hier, ne? Alle Leute weg. Wo ist unser Mann? Der Mann fürs Grobe. Der ist hier angekommen. Halt. So. Wo? Welcher denn? Ach, hier. Hier kommen noch Leute. Oh. Und wo ist Kerberos? Ach, der schlägt sich da gerade rum. Das ist natürlich sehr unschön, dass der gerade so attackiert wird. Eieiei. Die Herrschaften sollten wir auch dringend hier mal zurückziehen. Und die Herrschaften können sich jetzt mal um die Bogenschützen hier kümmern. So, leider war nichts drin. Okay, Kerberos begibt sich hier in den Schutz der Massen. Und ja, ihr habt ja sowieso ganz gut zu tun. Feinde greifen euch an. Wo? Wen greifen sie an? Ach, Wag kümmert sich darum, okay. So, die können uns nicht so wirklich viel. Die können uns eigentlich fast gar nichts. So, hier kommen unsere neuen, frisch aufgewerteten Armbrustschützen. Halt! Da schießt schon wieder ein Ballisterturm. Oh, nein. Nein, 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 nein. So nicht. So nicht. Das ist definitiv die falsche Variante, wenn wir uns von Ballisterturm treffen lassen. Haben wir doch schon ein paar Leute hier verloren. Allerdings sind jetzt auch nur noch zwei, ja, zwei Kasernen, die wir kaputt hauen müssen im Prinzip. Wo ist denn jetzt unser Hauptmann? Ach so, der prügelt sich da mit den Bogenschützen. Ah, interessant. Interessant. Wag. Oh, da müssen wir aber gleich hier uns mit Wag noch ein wenig durchtanken. So, bin ich mal gespannt, was sie gleich sagen, wenn die Herrschaften hier ankommen. Wo wird denn hier überhaupt hingeschossen? Hier, guck mal, kümmert euch doch erstmal hier rum. Oder um die meinetwegen hier, da könnt ihr euch auch drum kümmern. So, dann hier die Uni. Wir kümmern uns darum, wie ihr befehlt. Was müssen wir hier unten noch erliegen? Noch ein Steinbruch oder so. Macht sie nieder. Steinmetze, ja, Steinmetze. Die lebt eh nicht so lange. Macht sie nieder. So, oder das Wetterkraftwerk da drüben. Feinde greifen euch an. Wo denn jetzt schon wieder? Hier unten schon wieder? Nee, hier greift doch gar keiner an. Ach, hier sind sie wieder. Aha. Da sind sie wieder. So soll es sein. So, dann sammeln wir uns hier in der Mitte, im Zentrum. Sicher. Meine Güte, lass doch den armen Steinmetz in Ruhe. Ja, Herr. So, also wir gehen mal hierhin weiter durch. Gucken mal, was wir hier noch alles erwischen können. Stehen ja echt so ein paar einzelne Siedler rum und so. Das ist natürlich auch sehr schön. Sehr, sehr schön. So, wir haben natürlich auch richtig viele Taler jetzt mittlerweile. Wie soll ich da können wir uns erstmal noch mit der Leute verbessern. Die kommen dann hier zum Schutztrupp dazu, was Kerberos und so angeht. Ja, die kümmern sich hier noch ums Wirtshaus. Ah, da, guck mal, haben wir hier schon wieder welche erwischt. So, die wollten noch tatsächlich uns hier zu nahe kommen. Okay. So, Wag, lauf mal ein Stück weiter rein. Und wir kümmern uns um den Turm hier. Beziehungsweise... Halt, Wag, lauf doch nicht ganz so weit rein. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Halt! Die wollen auf uns schießen. Das gefällt mir überhaupt nicht. So, jetzt können wir den Ballisterturm erwischen. So. Oh, jetzt ist Wag schon wieder fast tot. Das gefällt mir nicht. Ja, so, gucken wir mal. Wen erlegen wir hier alles? Bis in den Tod. In Ordnung. Wie ihr befehlt. So. Ich tue mein Bestes. Hier, dahin, die Kanone da, die nervt mich auch gerade. Oh, jetzt haben sie Wag zerlegt. Nein, das ist doch nicht euer Ernst, Freunde. Können doch nicht Wag zerlegen. Ja gut, die werden sowieso nicht lange überleben. Die sind auch gleich wieder hinüber.
So, Wag lebt auch wieder. Dann können wir uns jetzt hier auf die Garnison stürzen. Feinde greifen euch an. Na, wo greifen die Feinde uns an? Ich sehe keine Feinde. Die greifen uns hier wieder in der Mitte an. Okay, wieder im Zentrum. So, bin ich mal gespannt. Ah, ein Ballisterturm treibt sich hier noch rum. So. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Auf in den Kampf. Ja. Na, ihr wollt doch auch echt wissen hier. Zong, den hier noch erlegen. Dann den hier noch erlegen. Dann den hier noch erlegen. Der Tag der Abrechnung. So, und dann können wir hier hinlaufen, um den Ballisterturm hier zu erlegen. Der muss auch noch unbedingt kaputt gemacht werden. Er wurde überwältigt. Ja, und jetzt wird der Ballisterturm als nächstes überwältigt. Bin ich mal gespannt, wie jetzt die Herrschaften hier durchkommen wollen. So, ich glaube, da läuft jetzt nicht viel. Zong, die sind erstmal erlegt. Jetzt die auch gleich. Aber die produzieren sehr schön Truppen, muss ich sagen. Die produzieren sehr schön. Machen sie doch einiges. So. Ach, haben sie den Wag schon wieder überwältigt. Halt. Euch kann ich kurz mal beseitigen. Ihr stört ja nicht groß. So. Bis in den Tod. Jetzt die da drüben, die Bogenschützen jetzt hier. Könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. In halt, da. Ihr seid auf Feinde gestoßen. Sie greifen an. Rums, kabums. Auf in den Kampf. Oh, die schöne Schießanlage müssen wir auch noch kaputt hauen. Und dann bin ich mal gespannt, was dann die nächste Quest ist. Die wahrscheinlich letzte dann. Bis in den Tod. Ach, ihr produziert noch welche nach. Auf in den Kampf. Bumm. Ah, jetzt geht's aber rund hier. Jetzt geht's aber los. Da kommen sie alle. Die Horden. Oh, das war ja richtig wahnsinnig große, lange Enddingsbums. Wahnsinn, was für ein Abschluss. 61 Gebäude, 13 Bauernhöfe, 14 Wohnhäuser, 14 Arbeitsplätze. Oh, wir hatten ja ein paar Soldaten haben wir verloren am Ende, aber naja, das ist alles vertretbar. 88 Arbeiter hier leben jetzt 6277 am Ende. Naja, okay, ne? Ist eine Menge. Eisen. Taler. Ja, gut. 16.000 Steine. 14.000 Schwefel. Und 22.000 Holz. Das ist doch nett. 187 Gebäude zerstört. 1 verloren. 3 erledigte Feinde, ne? 845. Und 193 Einheiten haben wir selbst verloren. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob das die letzte Geschichte jetzt war. Nee, Licht und Schatten gibt es noch. Ach, Mensch. Ja, dann müssen wir wohl da nochmal einsteigen oder so, ne? Licht und Schatten. Die Hauptstadt des Königreichs trotzt als letzte Bastion dem Bösen. Jeder Mann, der eine Waffe tragen kann, hat sich hinter den dicken Mauern verschanzt. Dario wartet in den Bergen auf eine günstige Gelegenheit. Er ist nicht tot. Elias Medizin war stärker als Maries Gift. Besteht noch Hoffnung für das Königreich? Ich hoffe doch nicht. Also... Der Winter verabschiedete sich, der Frühling kehrte ein und noch immer kein Zeichen von Dario oder Helias. Kerberos Armeen marschierten siegreich gegen die Hauptstadt des Königreichs. Aus allen Teilen des Landes strömten Menschen herbei, um die letzte Bastion der Hoffnung gegen den drohenden Untergang zu verteidigen. Der Sieg ist nah. Die Hauptstadt wird fallen, das Königreich mit ihr. Hahaha, hier ist mein Plan. Joa, Kerberos hat also voll den Plan, das finde ich gut. Es gibt 3 Brücken, die den Fluss überspannen. Jede von ihnen wird gut verteidigt. Ja, das scheint mir auch so. Das finde ich natürlich nicht so schön. Wir sollten die Brücken zerstören, um die Stadt vom Nachschub abzuschneiden. Wir dürfen Dario nicht ermöglichen, seine Armee neu aufzustellen. Wenn zu viele Truppen die Stadt erreichen, könnte es sehr ungemütlich für uns werden. Okay, also das heißt, Klopperei an der Schlacht, an der Brücke. Wir müssen uns um die Brücken kloppen. Aber werden wir mal versuchen, so viel wie möglich schnell umzuhauen von den Brücken. Und dann sollte es gehen. Lass die Diebe nun ihr Handwerk erledigen. Wir dürfen keine Zeit verlieren.
Ja, da bin ich mal gespannt, wie das jetzt alles abläuft hier. Da müssen wir uns mal sehr schön durchprügeln. Okay. Also, 0 von 40. Ihr müsst wieder das Truppen, die... Okay, sobald es 40 Truppen bis in die Stadt schaffen, ist der Feind so übermächtig, dass wir es nicht mehr schaffen können. Ja. Okay. Gut. Dann werden wir also schon mal losziehen. So soll es sein. Kann es sein, dass die gerade alle viel schneller sind oder so? Ich weiß es nicht. So. Also, ihr werdet erstmal Holz fällen. Ich muss erstmal alle Leute erstmal losschicken. Steuern und Sold werden gezahlt. So, wo lauft ihr denn rum? Ich denke mal, ich hoffe mal, dass ihr unten rumlauft. Fände ich ganz toll. So, ihr steht schon direkt vorm Steinbruch. Das ist gut. Wo haben wir Lehmgrube oder so? Irgendwo hier vielleicht? Lehmgrube vielleicht? Oder so? Hier oder so vielleicht? Weiß ich nicht. Könnte sein. Vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Ich kenne ja hier die Gegebenheiten nicht. Ich kann mich überhaupt nicht an diese Mission erinnern. Ist die neu oder nicht? Ich weiß es nicht. Ich kenne die Mission gar nicht. Muss ich sagen. So, also, ihr seid auf dem Wege. Gut. Das ist sehr gut. Dann können wir gleich die erste Brücke vernichten. Halt! Große Gefahr. Ach so, hier, da geht's ja schon los hier. Mich nicht. Kerberos, schlag in die Flucht. So, und wir prügeln uns hier. Getan, was ihr wolltet. So. Wir kümmern uns erstmal um den Kanonenturm hier. All eure Wohnhäuser sind belegt, oh oh, aber es halt. Obdachlose Siedler. Wir müssen uns hier... Meine Jungs und ich heute Abend frei. Baut mehr Bauernhöfe, um all eure so, wir werden uns hier erstmal schön mit den Kanonentürmen anlegen. Marie, du kannst mal kurz hier dein Gift... Mein schönes Kind. Oh, das ist ein natürlich Held sehr unschön, was hier alles Gefahr. Läuft. Alter, das ist natürlich sehr gefährlich, was hier abgeht. Das ist natürlich sehr, sehr unschön. So. Ein Gegner. Echt. Oh, halt. Den müssen wir schnell zurückschicken hier. Solange er noch lebt. Wo sind unsere Diebe? Ah, die stehen hier rum. Okay. Kerberos ist auch kampfunfähig. Na, das ist natürlich äußerst unschön. Das ist natürlich äußerst unschön hier. So, Leute, macht sie erstmal platt hier. Macht sie erstmal alle platt, die blöden Kerle hier. Sie sind ja viel stärker als wir. Auch scheiße. Ja, ist sehr gut gelaufen hier. Ne? Wir haben alle Truppen verloren. Der Gegner ist übermächtig und wir sind verloren. Naja, ein bisschen denunziert haben wir sie. War nicht viel, leider. War jetzt nicht so toll, ne? Na gut, wir haben zwei Türme kaputt gehauen, aber, ja, sonst war es jetzt so nicht das Highlight. Ja, Natürlich. Ja, schön. Natürlich. Haben wir gut hingekriegt, glaube ich. Oder so, irgendwie so ähnlich. So oder so ähnlich. Okay. Ich baue erstmal hier ein paar Sperrträger, damit wir hier ein bisschen Truppen haben, die wir verballern können. So, jetzt wird es natürlich echt tricky. Also noch haben keine Truppen die Schlacht über... Ach Mist, unseren... Oh, scheiße, die Bogenschützen haben wir schon verloren. Ärgerlich. Habe ich zu spät dran gedacht, den wieder zurückzuschicken, den Trupp. Wir haben sowieso recht viel jetzt schon verloren an Einheiten. Ich könnte schwören, ich habe gerade eine... Sehr viel schon verloren an Einheiten, muss ich echt sagen. Gut, also müssen wir hier mal gucken, ich bin fertig hier. Wie wir das Ganze hier durchkriegen, was wir alles machen müssen. Also, erstmal brauchen wir hier nochmal so einen Ort zum Forschen, eine schöne Hochschule, damit wir ein bisschen forschen können. Dann hoffe ich, dass die Truppen da drüben jetzt nicht gleich wieder übermächtig sind, sondern dass wir noch eine kleine Chance haben, uns dazu dagegen zu wehren. Bastard-Schwertkämpfer sind das schon, also eigentlich ist das hier gar nicht so schlecht. So, ja, wir können ja mal gucken, ob wir hier zumindest ein paar Leute erlegen können. Die Diebe hier sind ja nicht entdeckt worden, das ist ja schon mal eine gute Nachricht. Also, hier könnten wir auch mit einem Dieb sprechen, was ich natürlich glatt übersehen habe. Das habe ich natürlich wieder voll übersehen. So, was soll's, ist ja auch nicht so wichtig. Ich schieb dir doch nie Schuld in die Schuhe. Ach, wir haben ja schon eine Lehmgrube. Ach, das ist doch gut. Ach, das ist doch schick. Ich muss sagen, ja, dann bin ich natürlich zufrieden, wenn das hier so läuft. Wenn wir das so schon, wenn wir schon so gut aufgebaut sind, so gut aufgestellt sind.
ist das ja sehr, sehr schön hier. Sehr, sehr geil. Dann muss ich gucken, hier oben sieht es auch schon fast so aus, als könnte hier ein Eisenschacht gleich sein, ne? Hier, irgendwo hier, da vorne, guck mal hier, das sieht doch schon fast danach aus. Hm, oder auch nicht. Na gut. Schade, es sah so aus, als würde hier ein Eisenschacht sein. Vielleicht ist hier einer. Ah, sehe ich jetzt leider gerade nicht. Egal, nicht so wichtig. Nicht so wichtig. Wo sind unsere Truppen? Ach so, ja, hier. Das kann ich. So, also nur noch Nahkämpfer, leider. Euer Wunsch ist mir Befehl. Nee, wir müssen uns von hier mal ranpirschen. Oder doch, wie nee, lieber von hier. Gleich von hier. Dann jawohl. Stürzen wir da gleich in die Schlacht rein. Jawohl. Ist natürlich sehr unschön, weil wir hier abgefangen werden könnten. Aber die Hauptsache ist es, wir lassen erstmal Marie de Morfiché wieder auf. Oh. Dafür sind wir genau die Richtigen. Das Gebäude ist so ausgebaut. Uiuiui. Bis in den Tod lehrt sie das Fürchten. So, gucken wir mal. Hier, die alle kaputt hauen hier. Und dann. So, den Hauptmann hier, der kann auch gerne drauf gehen. Das ist mir recht egal. Marie de Morfiché lebt wieder. Das ist auch schon mal sehr schöne Sache. Für Ruhm und Ehre. So. Lieber als das. Und jetzt wollen sie da neue Truppen herstellen. Das gefällt mir natürlich Attacke. Auch überhaupt nicht. Der Tag der Abrechnung. So, ihr lauft erstmal hier rüber. Kümmert euch darum, um die Herrschaften hier. Einer eurer Helden wird so, und wir kümmern uns um das Lager hier. Angriff. So. Wir müssen ja hier die Herrschaften alle ruckzuck ausschalten. So, die hier auch natürlich, die Reiter, damit wir es hier schaffen. Und wir sind schon wieder bei der Zeit drüber. Na, das ist natürlich auch nicht das, was ich wollte. Auf in den Kampf. So, die Schießanlage. Wo ist Kerberos eigentlich zum Boden gegangen? Ich weiß es gar nicht. Ach, der liegt hier vorne rum direkt. So, jetzt müssen wir uns die hier wieder zum... Ja, die hier müssen wir jetzt noch abhauen. Ja, zeig's uns doch! Los, zeig es uns! Euer Dorf steht unter Beschuss. Uiuiui. Nee. Macht sie nieder. Bis in den Tod. So, Marie, du musst mal lieber hier dich um den Turm kümmern. Spielt mit mir. Kommt und spielt mit ihr, ja. Attacke. So, den einen könnt ihr da lassen. Wie nein, Leute. Bitte nicht so. Bitte nicht so. Das fände ich sehr unschön. So, wir müssen uns hier nämlich um die Schießanlage kümmern. Bevor es da irgendwelche größeren Probleme gibt. Marie kümmert sich schon um den Ballistaturm. Ich werde jetzt die Folge ein bisschen überziehen. Das ja, bleibt nicht aus. Ist leider so. Aber ist für euch ja, bestimmt auch nicht so dramatisch. Ihr werdet angegriffen. So, Hauptsache wir machen das hier alles kaputt. Und haben hier dann schon mal ein paar Leute, die werden... Oh. Nee, Leute. Warte, ja, ich werde jetzt mir den Wag schnappen. Ich tue mein Bestes. Damit hier nicht immer... Und Wag bleibt sicher. Hier stehen. Euer Wunsch ist mir Befehl. Oh, da kommt ja noch ein neuer Trupp. Ich vergaß, da kommt schon wieder ein neuer Trupp. So, Wag wird jetzt da angegriffen. Das ist natürlich ganz schön. So. Das ist natürlich hier diese ganzen Truppen. Acht Truppen sind sogar schon über die Brücken rübergekommen. Boah, heftig. Das ist nicht das, was ich will. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir überhaupt nicht. Wir müssen die Schießanlage hier unbedingt kaputt machen. Und zwar ruckzuck, so schnell wie möglich. Ach, Mensch. Los, seid schneller. Was machen die denn da eigentlich alle? So. Kommen schon wieder welche raus. Oh. Oh, ach, der kann ja gar keine neuen Leute mehr produzieren. Ach, das ist ja schön. Ach, das ist ja schön. Das gefällt mir doch. Ja, dann haben wir es jetzt ja geschafft. So, Schießanlage kaputt. Schießanlage ist zerstört. Acht Truppen sind da echt schon rübergekommen. So. Kerberos kommt hier mit rüber. Und dann bin ich mal gespannt. So, aber ich werde jetzt hier die Folge beenden und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht es gut. Ciao.